Hallo und willkommen. Heute möchte ich euch zeigen, wie man ein Krankenhaus in War Fortress baut. Ein Krankenhaus braucht ihr, um verletzte Zwerge zu heilen. Das kann schon relativ früh passieren, dass ein Zwerg sich verletzt bei einem Kampf oder wenn er runterfällt oder auch etwas auf seinen Kopf drauf fällt. Das heißt, ich baue relativ früh Krankenhäuser in War Fortress, schon bei der dritten Migrantenwelle. Ich baue am Anfang ein kleines. Ich baue so modulare Krankenhäuser, die ich über die Zeit erweitern kann. Ich möchte euch heute mein Design zeigen, wie das funktioniert. Aber bevor wir anfangen, müssen wir nochmal besprechen, was ihr alles für ein Krankenhaus braucht. Also für ein Krankenhaus brauchen wir Tische, Stühle, Traction Benches. Diese bestehen aus einem Tisch, einem Seil oder einer Kette und einem Mechanismus. Wir brauchen Container, also Schränke und Kisten. Wir brauchen Thread, also Fäden, Cloth, also Stoff, Crunch und Splints. Die Traction Benches werden im Mechaniker-Workshop hergestellt, Thread im Farmers-Workshop, Cloth im Loom, Splints und Crunches könnt ihr herstellen, entweder in der Schmiede oder beim Ausholz, beim Schreiner. Und dann brauchen wir noch Eimer und wir brauchen noch Pflaster-Powder, den machen wir im Kiln aus Gypsum, aus dem Stein, der heißt Gypsum, oder ich blende einfach alle Steine ein, aus denen ihr Gypsum-Pflaster machen könnt, so viele sind es ja nicht. Genau, das heißt, dann lass uns mal loslegen. Als erstes bauen wir. Achso, ich habe vergessen zu erwähnen. Ich baue dieses Krankenhaus an dieser Stelle, weil es hier eine Frischwasserzufuhr gibt. Das heißt, ich baue hier einen kleinen Brunnen, damit die Zwerge direkt vor ihrer Nase hier einen Brunnen haben. Damit die auch Kurzwege zum nächsten Brunnen haben. Dann lass uns mal loslegen. Also wir fangen mit dem Pfad an. Das Krankenhaus, so. Der Bohnenraum wird 5x5. 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Hier ein. 3, 4, 5. Das ist die Eingangshalle. 2, 3, 4, 5. Zack. Das ist Aufenthaltsraum für unsere Ärzte. Könnt ihr gestalten, wie ihr wollt. Ich tue meistens Tische, was zu essen rein. Da sind Türen. Hier kommt der Brunnen. Channel wir rein. Gehen wir gleich unten runter. Unsere Wasserzufuhr bauen. So, das heißt, das Wasser kommt hier rein, geht hier durch, geht hier wieder raus, hier schließe ich das mit einer Wand. Okay, jetzt haben wir den Brunnen, den Aufenthaltsraum. Jetzt fangen wir an, wir fangen mit zwei Zimmern an. Das erste Zimmer fängt hier an und ist drei groß mit so einem Pippele. Das nächste Zimmer ist hier und drei groß mit so einem Pippele. Dann haben wir hier einen Zugang und dann bauen wir hier bis hier und bis hier den Krankenhausraum. Das ist jetzt tatsächlich Design, das heißt, es muss nicht so aussehen. Ich finde es aber ziemlich schön, vor allem wenn ihr dann das Endergebnis mit den 15 Zimmern seht, wie ich es baue. Also im Grunde genommen erweitert sich das, diese Zimmerchen nach oben, auf der anderen Seite kommen auch solche Zimmerchen hin und hier in diese Säulen kommen dann Ton und Schränke hin. So, jetzt haben wir das erstmal in Auftrag gegeben. Parallel habe ich gesagt, wir brauchen Crunches, Splint, Chains für die Tractor Benches und für den Brunnenmechanismus. Wir brauchen Quarzit, Flatkit brauchen wir keine, Grates brauchen wir auch keine, Cabinet und Koffer und Blocks haben wir eigentlich genug. Okay, dann lasse ich die Zwerge jetzt arbeiten und dann sehen wir uns gleich wieder. Meine Zwerge haben jetzt alles ausgegraben, auch den Brunnen, das heißt, wir können hier einen Brunnenkreich bauen, die zwei Zimmer und hier die Plätze für die Schränke und für die Kisten. Fangen wir mal an mit dem Brunnen, das heißt Construction, Machine Fluids, Well. Dann brauchen wir jede Menge Türen. Tür. Hier. Krankenhaus muss
Also ich sichere meine Krankenhäuser immer ziemlich gut ab, weil das irgendwie so, also nicht mit Fallen, aber ziemlich viele Türen, dass es eine Weile dauert, sollte ein Monster, das Türen aufbrechen kann, herkommen. Dann brauchen wir hier eine Statue, kommt hier hin, eine Statue kommt hier hin, eine Statue kommt hier hin. Dann brauchen wir ein Bett, das eins kommt, nein. Brauchen wir ein Bett hier hin und hier hin. Ein Traction Bench. Das ist Furnitur, glaube ich. Hier und hier. Ein Tisch. Hier und hier. Und zwei Stühle. Dann Furnitur, das heißt Kisten. Brauchen mehr Kisten wie Schränke. Und Schränke. Alles in rosa. Nein. Okay, dann. Ich würde sagen, ich lasse die Zwerge jetzt mal machen. Wenn die ganzen Möbel hier aufgebaut sind, zeige ich euch, wie man das Krankenhaus dann fertig macht. Bis gleich. Die Zwerge haben also alle Möbel aufgestellt. Jetzt klicken wir auf Zones oder Z oder auf dieses Symbol hier. Klicken auf Meeting Area. Machen daraus jetzt unser Krankenhaus. Akzept. Und klicken auf dieses Plus-Symbol und sagen New Hospital. Jetzt haben wir ein Hospital erstellt. Das heißt, das alles ist jetzt ein Hospital, Krankenhausflügel. Wenn wir jetzt nochmal da drauf klicken, auf diese Lupe sagen, sehen wir, was die Zwerge jetzt alles rüberbringen. Das heißt, wir haben, die möchten fünf Fäden, haben sie, fünf Stoff, Splints, fünf, die kriegen noch ein paar. Crutches 5, die sind alle da. Powder haben wir 2 gemacht, die möchten 5. Ich hatte aber nur 2 Steine. Buckets müssen wir noch ein paar machen. Und Soap eine müssen wir in Auftrag geben. So, das heißt, so ist jetzt die erste Ausbaustufe des Krankenhauses. Auf jeden Fall würde ich das Krankenhaus auch schon zu Beginn smoothen alles und mindestens die Patientenzimmer, vielleicht auch alles engraven. Die verletzten Zwerge haben eh schlechte Gedanken. Das heißt, wenn das Ganze, sie sind in einem sehr tollen Zimmer drin sind, das vielleicht sogar masterful engraved ist, sind sie einfach besser gelaunt und dann geht es noch besser. Im Grunde genommen ist das jetzt. Jetzt zeige ich euch noch schnell die fertige Ausbaustufe des Krankenhauses, wie das aussehen kann. So sieht ein Krankenhaus aus, das schon fertig ist. Also so sieht mein fertiges Krankenhaus mit 13 Zimmern aus. Mir ist gerade aufgefallen, in dem Krankenhaus, das ich vorhin gebaut habe, ist der Abstand zwischen diesem Pfosten, diesem und dieser Wand, dieser Tür 1. Das muss aber 2 sein, damit es symmetrisch ist und damit diese 3 Zimmer noch reinpassen. Sonst würde es ein bisschen zu eng. Würde eine Zeile fehlen. Ich hoffe, ihr habt Spaß heute mit meinem Video gehabt. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie doch bitte in den Kommentaren. Wenn ihr andere Themen haben, sehen wollt, dann fragt es auch. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Und wenn ihr keinen weiteren Content von mir verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch einen schönen Tag, habt viel Spaß und gute Leute um euch herum und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bye bye.